Herzlich willkommen zum Lernvideo zu Johannes 4. Heute geht es um eine ganz besondere Frau, die Frau am Brunnen, bei der man sich fragen kann, which or bitch? Lasst uns schauen, was da los ist. Es ist ein heißer Nachmittag. Jesus zieht durchs Land. Er ist durstig. Er geht zum Brunnen und trifft dort eine Frau aus Samarien, dem Land neben Israel. Die Samaritaner und die Israeliten, zu denen auch Jesus gehört, waren Feinde. Das hatte religiöse und auch politische Gründe. Er spricht dort also mit dieser fremden Frau. Sie ist super überrascht, dass er überhaupt mit ihr redet. Irgendwann sagt er, geh, hol deinen Mann. Sie, ich hab gar keinen Mann. Er antwortet, richtig, 5 Männer hattest du, und der, den du jetzt hast, der ist gar nicht dein Mann. Und falls ihr jetzt denkt, 5 Männer, what the fuck, was ist das denn für eine? Genau das soll jetzt geklärt werden. Also, manche sagen, die Frau sei super arm und niemand mag sie, so wie auch Wespen niemand mag. Weil alle denken so, boah, wer 5 Beziehungen hatte, der ist echt komisch. Doch dann trifft sie Jesus, er rettet sie. Andererseits kann sie so verhasst gar nicht sein im Dorf, weil am Ende des Textes, da glauben ihr alle, dass sie Jesus getroffen hat. Und dann bekehren sich plötzlich auch alle zu Jesus. Also muss sie ziemlich Einfluss im Dorf gehabt haben. Ihre Stimme ist was wert. Und das ist für eine Frau damals ziemlich herausragend. Außerdem hat sie wohl auch Ahnung von Politik und Religion. Sie weiß zumindest, dass Jesus eigentlich mit ihr als Frau des verfeindeten Volkes nicht sprechen darf. Sie scheint also recht clever zu sein. Doch was ist das Problem jetzt, wenn man annimmt, die Frau sei arm, unsympathisch und auf Jesus angewiesen? Naja, es rückt die Frau doch irgendwie in ein schlechtes Licht und stellt sie so dar, als bräuchte sie unbedingt einen Mann. Hier, Jesus, der sie rettet, ihr perfekter Ehemann. Aber dann geht es immer nur wieder darum, wie toll Jesus ist, wie toll Jesus ist, wie toll Jesus ist. Aber die Frau verblasst. Sie hatte 5 Männer. Ist sie deswegen eine Bitch? Ja, es gibt tatsächlich Theologen, die es so verstehen, dass sie eine Hure war, die 5 Männer eventuell gleichzeitig hatte. Aber es gibt nicht wirklich Argumente, die das begründen könnten. Daran merkt man, dass Menschen Sexualität, die anders ist, als sie es gewohnt sind, oft ungerechtfertigt verurteilen. Und ja, auch indem man Frauen generell oder Frauen mit mehreren Männern als Hure, als Bitch betitelt, hält man Frauen eben klein. Die 5 Männer können aber ganz verschiedene Gründe haben. Sie kann einfach mehrfach geschieden sein. Das ging damals. Die Frauen mussten jedoch in der Regel schnell wieder heiraten, da sie finanziell auf einen Mann angewiesen waren. Die Männer können auch gestorben sein, vielleicht in einem Krieg. Oder vielleicht war sie auch einfach reich. Dann war sie nicht auf finanzielle Hilfe durch die Männer angewiesen und konnte dann auch als Frau die Scheidung einreichen, was allerdings die Ausnahme war. Und was ist mit dem Mann, den sie jetzt hat? Verheiratet sind sie laut Text nicht. Auch dafür gibt es mehrere Gründe. Es kann sein, dass sie eine Affäre hat, also dass er schon verheiratet ist. Mit dieser Erklärung wird ihr aber Ehebruch unterstellt. Der Text sagt aber nichts dazu, dass sie jemals irgendwen betrogen hätte. Das ist unfair und ungerechtfertigt, ihr das zu unterstellen. Es zeigt aber, dass man im Laufe der Geschichte immer wieder versucht hat, Frauen Schuld zu geben an verschiedenen Dingen und sie somit klein zu halten. Gerade Sexualität spielte eine große Rolle. Solche Auslegungen bewirken, dass Frauen, oder zumindest konkret diese Frau, sich für ihre Sexualität schämen müsste. Außerdem kann es sein, dass sie irgendwelchen Stress mit ihrem letzten Ex-Mann hatte. Um sich scheiden zu lassen, brauchte man eine Scheideurkunde. Vielleicht weigert er sich, ihr die auszustellen?
Aus Rache, damit sie nicht neu heiraten kann. Vielleicht ist auch irgendwo ein Fehler passiert und das Dokument ist ungültig oder verloren gegangen. Möglich ist es auf jeden Fall. Und zum letzten Grund? Es kann auch einfach sein, dass sie sich ein Liebhaber hält. Wer kann, der kann. Wenn sie nicht aus finanziellen Gründen auf eine Heirat angewiesen ist, sondern selbst genug Geld hat und beide damit happy sind, why not? Wer war sie? Eine Hure, eine reiche Lady, eine mehrfach Verwitwete? Die eine wahre Antwort werden wir wohl nicht herausfinden. Viele Menschen haben viele Ideen. Wichtig ist nur, aufzupassen, dass man dabei keine Sprache oder keine Vorstellung nutzt, die Frauen oder auch andere Gruppen abwertet.